Das dänische Heer kämpft an zwei Fronten. Zwei? Gegen uns im Süden und gegen die eigene Regierung. Um Gottes Willen. Was ist denn in dem Land los? Sehen Sie nicht der Wirklichkeit ins Auge? Die Dänen befinden sich in der Gewalt ihrer Leidenschaft, Euer Majestät. Sie fühlen. Meine Herren, was Sie hier sehen, ist unsere Situation. Wir befinden uns hier auf dieser Seite. Norden, Osten und dort drüben, bei Düppel, befindet sich der Feind. Dies wird eine der heftigsten Schlachten unserer Geschichte. Durch einen andauernden Beschuss unserer Kanonen werden wir die Dänen erschöpfen. Und damit meine ich nicht nur ihre Schanzen und Befestigungsanlagen. Wir werden die Nerven des dänischen Soldaten auseinanderreißen. Währenddessen werden sich unsere Truppen unter die dänischen Stellungen graben. In wenigen Wochen werden diese Laufgräben von 30.000 Soldaten bevölkert sein, die bereit sind anzugreifen. Göben? Haubitzen! 12 und 24 Pfunder geriffelte Feldkanonen mit Hinterlader. Sie haben eine Reichweite von 5 Kilometern mit unerhörter Präzision. Halten Sie sich die Ohren zu, meine Herren. Der Krach an sich ist tödlich. Es ist jetzt 16.15 Uhr und wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schanzen. Meine Herren! Haubitzen!